So, ich befinde mich jetzt übrigens wieder beim Grünen Palast, denn ich will noch das eine Buch haben. Das da irgendwo rumturnt. So, du bist da. Mittelverbesserung bekommen. Also wild im Sinne. Baumweise Sachen. Da geht es übrigens nicht weiter. Toll. Ist denn das? Ich war das. Na komm. Lass das Gesocks nur kommen. Wir sind bereit. Ich seh mal nach. Was? Was war das? Seid bereit. Es sieht nach Ärger aus. Jeden Stein um. Hey! Er da. Warte mal, wie typisch. Ist da irgendwas? Komm mal her. Und darum, tut uns darum, gut. Na komm her. Was denn jetzt? Ich muss da irgendwo unten hin, um das Buch zu bekommen. Tja, war immerhin aufregend. Wie tief die großen gesunken. Bist du? So, komm her.
Hallo. So. So. Dieser zähe Herr, ich will nicht prahlen, aber ich habe die Ohren von 7 von denen. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Die an der Hüfte habe ich von Kala als Ausholbewegung, der westlich von Kinaferin bei einem griechischen Überfall eingekesselt war. Ist denn... müsste ja hier... theoretisch da ausguckbar sein. Ausholbewegung, als wir westlich von Kinaferin bei einem griechischen Überfall eingekesselt waren. Da müsste ich rein. Na, reagiert ihr? Brauchen Sie eine Bastion auf dieser Seite der Stadt? Wir können für Ordnung sorgen, wenn es sein muss. Im Hof mit den Dattelpalmen, Dar Alba. Warte! Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor! Tot. Da. Das ist es nicht. Da ist das Buch. Nach dir habe ich gesucht. Endlich. Ach, das ist hier in dem Raum, wo die Bücher waren, ne?
Ja. Okay, gut. Ich war voll konzentriert wieder mal. So, abbauen können wir nicht, weil also nicht jedenfalls in die Richtung. Hammer. Okay. Wobei, warte mal, funktioniert das? Aber ich glaube nicht. Ja. Wir müssen den kompletten Palast jetzt verlassen. Ist der beste Weg zum Abbauen. Und wir sind raus. Sehr gut. Denn jetzt kann ich hier hin. Und kann ich nämlich die Bücher bringen. Oder war das letzte Buch? Das hätte ich mal wissen sollen, beziehungsweise dran denken sollen, als ich da rein bin. Daran erinnern, dass alle Gefäße und ihre Inhalte zum Schutz vor Fliegen und anderes Getier bedeckt bleiben. Ich überlege, wie lange ich hier gebraucht habe, um das rauszufinden, wo das war. Das Teil. Ja, hier lang. Überlegt gerade, was war hier mit dem Astronomen? Ja, genau. Ja. Hast du etwas für mich? Wundervoll! Niemand braucht davon zu wissen. Ich wäre ungern dem leidigen Vorwurf der Nachahmung ausgesetzt. Nicht schon wieder. Ausschau nach einem letzten Buch halten. Okay. Irgendwo gibt es ein letztes Buch. Ja, sehr schön. Ihr wollt mich jetzt verarschen, ne? Das sind Geheimnisse. Ich gehe mal ganz kurz über die Karte hier. Rätsel. Truhen. Ja, das sind ja immer die Rätsel. So, Fertigkeiten. Wir haben nur einen Point. Wir können jetzt noch, brauchen wir 5 und nochmal 5, ne? 9. Was haben wir im Inventar? Eine Gelehrtenverkleidung. Kann das letzte Buch sein. Das ist genauso hier, da wie es redet, Artefakte, ne? Mir fehlen noch 3, 4 Stück, glaube ich. Und hier läuft keiner rum. Doch, hier läuft einer rum. Wow. Rätselhafte Scherbe. Dahin. Den will ich mir holen. Ich glaube, mir fehlen mir nur 2 oder 3. Komm, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, 2 oder 3 fehlen mir.
Sorry. Was? Na, lauf, lauf. Bürger, der Kalif erinnert daran, dass auch wenn du wegkommst. Oh, komm hier hin. Hey, weißt du noch? Ich hab gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen. Hier ist ein Mitglied von Athiab. Noch eine Scherbe. Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. Geh zurück zur Kammer. Dahin. Hab hier noch einige gefehlt? Nein. Da waren noch mehr. So, hier, komm. Ich weiß noch, wie ich hier damals gehockt habe und buddeln wollte. Weil ich dachte, du kommst da nur irgendwie da rein. Oh, 10 von 10 haben wir gesammelt. Da. Zack. Lang. Ja. Braucht es nur durch den Spalt gehen, Kollege. Nur durch den Spalt. Probieren wir das. Und das. Und jetzt noch das. Latzmundur. Dann wollen wir uns die mal angucken, ne? Inventar. So, dann haben wir hier. Erfolgreiche Luftattacken lösen einen Blitzschlag aus, der von Umständen Umkreis von 15 Minuten. Okay, wir probieren das mal aus. Und ich überlege gerade. Ich überlege gerade, das müsste, glaube ich, alles mit dem Blitz dann zu tun hat, ne? Blitzdolch. Ablegen. Wie gesagt. Notantate Blitzschlag. Jeder dritte Angriff fügt 4 Gegner in der Nähe 50 Blitzschlagen zu und mehr als 2 Gegner umgegen werden Schäden und Schadenswiedergang um je 50% erhöht. Ja, ich würde mal sagen, das rockt aber richtig die Bude, ne? So, und jetzt muss ich eigentlich jetzt noch hin. Ach, Fertigkeiten hatten wir ja nichts, ne? Nachforschungen. So, nach aller Mut zurück. Dann haben wir ihn noch hier, ne? Da sind irgendwie noch ein paar Sachen. Ein Buch fehlt mir auch noch.
Und ansonsten habe ich alle Fälle gemacht. Das heißt, ich muss mich jetzt eigentlich nur noch die Sachen von der Wies machen. Plus, dass ich noch das letzte Buch finde, das mich... So, drei Sachen muss ich noch finden. Davies Artefakte 4 von 4 ist nicht mehr. Davies Artefakte 1 von 3. Ich würde ja behaupten, müsste ich dann hier irgendwo einen finden. Ich geh mal dahin. Nette Montur, würde ich sagen. Von den müsste eine Montur auch sein. Wie gesagt, Anbar. Es fehlen nur drei Stück. Kehle nach aller Mut zurück. Nee, das will ich ja nicht. Was ich gerade wissen wollen würde, ist, wo die laufen. Wo laufen die rum? Dein, der, kann ja nicht so schwer sein, eigentlich da noch welche zu finden. Sage mal. Hat noch was? So, Davies, 1 von 3. Hier haben wir 4 von 4. Hier haben wir auch nur 1 von 3. Müssen wir eigentlich jetzt hier die ganze Stadt ablaufen? Ausrüstungstruhe. Wir können uns ja mal durch die Stadt auf dem Weg dahin machen. Wie gesagt, ich finde das sehr schade, dass das nicht angezeigt wird aus irgendwelchen Gründen. Ich bin ganz schön laut. Hier nichts zu suchen. Andere Paläste, Kodex öffnen. Bagdad war der Hauptsitz und Wohnsitz des Kalifen für den Großteil der Abbasidenzeit. Aber vor und nach der Gründung der Stadt entschieden sich einige Kalifen an anderen Orten zu leben. Der erste abbasidische Kalif As-Safar regierte von 750 bis 754, wählte die Stadt Al-Anbar, die Kornkammer, die an einer wichtigen Furt über den Euphrat und in einem äußerst fruchtbaren Gebiet lag, als eine Hauptstadt. Vom 3. zum 7. Jahrhundert wurde sie nach dem sassanidischen König Shapur I., der 244 nahe der Stadt einen großen Sieg über ein römisches Heer errungen hatte, Berus Shapur, siegreicher Shapur genannt. Dieser strategisch und symbolisch wichtige Ort schien eine gute Wahl, aber die Bevölkerung der Stadt war mit der Machtübernahme der Abbasiden, die sie als Thronraub ansahen, nicht zufrieden und nannte den Kalifenpalast aus Trotz und Widerstand weiterhin Ubayras, was eine Anspielung auf den letzten irakischen Statthalter der Umayyaden war. Als Kalif al-Mansur regierte 754 bis 775 auf As-Safat folgte, begann er umgehend nach einem neuen Ort der Hauptstadt zu suchen und gründete letztendlich 762 Bagdad. 8 Jahre später wählte ein anderer Abbasiden-Kalif einen neuen Ort für seine Hauptstadt. Al-Mustasim
Regierte von 833 bis 842, wollte sein Heer von Bagdads Politik abschirmen. 836 verlegte er seinen Hof, die Verwaltung und das Heer deshalb in eine riesige neue Stadt, die sich 130 Kilometer nördlich von Bagdad befand. Surahmanra. Wer sie sieht, ist entzückt. Samarra. Die Stadt wurde völlig neu nur zu diesem Zweck angelegt und war somit ein starker Machtbeweis des Kalifen. Sie war allerdings auch unhaltbar, unter anderem wegen der unzureichenden Wasserversorgung. 892, nachdem die Kalifen nach Bagdad zurückgekehrt waren und aufgehört hatten, riesige Geldmengen in Samarra zu versenken, verkamen ihre elegante Gebäude zu gigantischen Ruinen, die von einer goldenen Zeit sprachen. Sie sind gut erhalten, seit 2007 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Und stellen ein einzigartiges Beispiel der abbasinischen Architektur und Stadtplanung dar. Geh weg! Der Winterpalast. Ja, mich würde das ja mal echt interessieren, wo ich das finde. Hey. Oh, ja, komm da her. Oh, hier irgendwo muss er sein. Vorsicht, Zutritt verboten. In diesem Bereich werden Reparaturen durchgeführt und er könnte jeden Moment einstürzen. Das Gerüst ist nur eine Behelfsmaßnahme und sollte nicht für ein Anzeichen von Stabilität oder eine geeignete Abstützung gehalten werden. Bitte achtet diese Warnung, denn wir lehnen jede Verantwortung für Verletzungen, die durch unbefugtes Betreten entsteht, ab. Jetzt habe ich es gesehen. Was willst du? Mikromet. Erklär mir mal bitte, wie ich dadurch so durchwerfen konnte, ne? Echt interessant. Verbesserungsplan für durch. Durch der Verborgenen. Mein Problem, was ich jetzt habe, ne? Ausrüstungstruhen 7 von 9. Was sind denn hier noch Truhen, Alter? Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, ne? Aber wo sind denn hier noch?
alles hier noch die Wildnis. Da ist noch ein Rätsel. Hier ist die Wassermühle. Karawanserei ist hier. Okay, das gehört auch alles zur Wildnis. Lager des Spähmeisters. Gott, oh Gott. Wo habe ich denn hier die letzten beiden Truhen? Da haben wir noch eine im südlichen Lager. Ja, dann mache ich mich auf den Weg dahin.